Jetzt geht's weiter mit tarifcheck.de, das kostenlose Online-Vergleichsportal für Versicherungen, Finanzen, Energie und Telekommunikation. So, bevor es Mittagessen gibt, sage ich nochmal willkommen zurück zur tarifcheck.de Motorsport Arena zum großen Preis von Australien in Melbourne. Das haben wir jetzt hinter uns, die Analyse. Jetzt blicken wir noch kurz auf den großen Preis der Emilia-Romagna in Imola. Und das wird am Samstag dann auch wieder ein Sprint werden. Es heißt ja jetzt nur noch Sprint, nicht mehr Sprint Quali oder Sprint Rennen, nur noch Sprint. Was habt ihr für eine Erwartung für Imola? Marc, fangen wir mit dir an. Ich denke, dass viele Teams Updates bringen nach Imola und da muss man wieder neu bewerten, wer in die richtige Richtung arbeitet. Also vor allem bei Mercedes bin ich gespannt, ob sie jetzt da wirklich einen neuen Unterboden bringen, der dann das Problem behebt. Und dann wäre ja plötzlich Mercedes wieder ein Kandidat, der vorne mitmischt. Traditionsgemäß wer ein schnelles Auto hat, wird auch da schnell sein. Also es wird nicht so große Verschiebungen geben. Aber mit den neuen Teilen, das wird der spannende Teil werden. Aber du siehst aber auch wieder Ferrari vorne, oder? Also Ferrari ging jetzt auf jeder Strecke gut, der wird auch in Imola gut gehen. Heiko, was ist so deine Prognose? Also ich bin sehr gespannt. Ich wünsche mir einen neuen Unterboden für Mercedes oder ein paar neue Teile. Und dann ist dieses Interview, was der Toto gegeben hat oder gegeben haben soll, wo er die WM schon quasi abgeschenkt hat. Darf ich das kurz zitieren? Ich habe mir das, dieses Zitat rausgepickt. Ich war amüsiert. Ich hab's mir rausgeschrieben, das hat er bei Sky gesagt, wir sind schwer übergewichtig, wir verstehen das Auto nicht. Am Ende des Tages werden wir in diesem Jahr wahrscheinlich nicht um den WM-Titel mitfahren können, waren seine Worte. Also das hoffe ich mal, ist das Understatement des Jahres, also aus Sicht der großen Spannung, denn nichts gegen das Duell Red Bull gegen Ferrari, aber so ein Dreikampf ist noch mal spannender als ein Duell. Ich meine, wir sind ja schon froh, dass wir Duelle haben, das haben wir ja bis zum letzten Jahr jahrelang nicht, aber jetzt warum nicht auch mal ein Dreikampf? Aber wen siehst du vorne, auch wieder Ferrari, Red Bull? Oder? Also zwei Dinge sind ganz, ganz klar. Es wird ein Riesenverkehrschaos geben und RTL überträgt das Rennen im Free TV in Deutschland. Das, finde ich, sind zwei Dinge, die wir rausstreichen müssen. Und natürlich ist Ferrari Favorit. Man möchte aber auch noch fairerweise dazu sagen, weil Marc ja auch bei uns ist, schon seit letztem Jahr auch das Schweizer Fernsehen überträgt. Ich habe ja gesagt, die Formel 1. Genau, aber ich möchte natürlich auch, weil du Werbung für RTL gemacht hast, wo du ja in zwei Wochen dann auch vor Ort sein wirst, ist natürlich auch Marc wieder dann in zwei Wochen beim Kommentar dabei. Und jetzt noch zu dir, Norbert. Was ist deine Erwartung, deine Prognose für Imola? Also meine Erwartung ist erstmal, dass ich zwei Fernsehsender habe mit dem Marc in der Schweiz und mit RTL, meinen alten Freunden. Und da kann ich hin und her switchen und dann gucke ich mal vor unserem nächsten Meeting hier, wer den besseren Job macht, damit wir hier mal eine richtige Competition auch bei der Übertragung haben. Ich freue mich, dass RTL das mal wieder macht. Ich habe in die Schweiz schon reingehört. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sehr unaufgeregt, sehr kompetent, wie der Marc ja hier auch immer wieder unterstreicht, beim Heiko, Christian und der ganzen Truppe wissen wir das sowieso. Also ich freue mich darauf und im Sinne der Formel 1 wäre es natürlich der Verrücktheit entsprechend gut, wenn Red Bull in Italien gewinnen würde, was ich zwar nicht so richtig glauben mag, aber wer weiß. Ich war keine Prognose. Nach dem, was man von Melbourne weiß, ist Ferrari durchaus zu favorisieren. Aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass da ein Red Bull auch extrem stark ist und zuschlägt. Und vielleicht kommen meine Mercedes-Freunde noch besser ins Bild, wie das jetzt schon der Fall war. Und ich glaube, das, was der Toto gesagt hat, wir können nicht um die WM fahren. Wenn du dich da irrst, hast du kein Problem, Heiko. Ja. Aber wenn du sagst, ich fahre um die WM und du irrst dich dann hast du ein Problem. Und so clever ist der Toto allemal. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.